rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. Seid ihr des Predatoren, willkommen zu einem neuen Video hier aus der Küche. Ich habe aber was ganz Cooles vor. Ich wollte Manny Rudolph parodieren. Das heißt parodieren, ich wollte sein Gericht nachkochen. Ich war ja früher, also so 2006, 2007, da war ich 10 Jahre alt. Großer Fan der Ludolfs, bin ich auch heute noch. Sind sympathische Kerle, machen mit Autos, finde ich absolut klasse. Ich bin seit Kindesbeinen ein Fan von Oldtimern, Autos, LKWs, Treckern. Jetzt ungefähr 25 Jahre lang schon. Und irgendwie haben mich diese Ludolfs fasziniert damals. Leider gibt es sie aber mehr oder weniger nicht mehr. Ja, ich habe die gerne beim Stockerrennen bei Stefan Raab gesehen. Und nun habe ich neulich TV Total geguckt mit Sebastian Puffpaff. Der hat dann meine Ludolfs in Kakao gezogen, weil er halt seine Familienrezepte auf YouTube publiziert. Das Video ist von ihm schon 2 Jahre alt, aber das hat in den letzten 2 Jahren auch keinen interessiert. Ja, und seitdem wird es halt gehypt, seitdem der Puffpaff das publiziert hat. Und daraufhin wollte ich das nachmachen, wollte ich mal probieren. Ich fand das ganz interessant. Schöne Grüße an dich, Manny. Wenn du das siehst, würde mich freuen. Ja, es geht ungefähr um Schnitzel, mehr oder minder nach dem Krieg. Ich bin gestern und vorgestern in 5 oder 6 örtlichen Geschäften gewesen, um Paniermehl zu kaufen. Irgendwie hatte kein Geschäft mehr Paniermehl. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Bei Aldi nicht, bei Kombi nicht, keine Ahnung. Egal, wir machen dieses Rezept jetzt. Ich werde es noch ein bisschen verfeinern. Ich zeige euch gleich noch, was ich da reinmache. Das ist logisch. Das sind diese Zutaten eigentlich nur. Das Hauptgericht besteht aus Eiern und Paniermehl. Ja, und das wird halt mit dem Ludolfschen Original mit Salz und Pfeffer gewürzt. Der Uwe macht wohl angeblich noch Paprikapulver mit rein. Ich mache aber Muskatnuss, weil das finde ich immer so ein typischer Fleischgeschmack bringt und isst. Darum mache ich das mit rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur Paniermehl mit Eiern bedeutend anders schmeckt als Paniermehl mit Eiern und Fleisch. Weil die dünne Schnitzelscheibe, die hat ja fast gar keinen Geschmack. Und darum finde ich das gar nicht mal so blöd. Ja, wer die Produkte hier, zum Beispiel Pfeffer oder anderen Pfeffer bzw. Salz und Paniermehl und Eier braucht, der soll in die Videobeschreibung gucken. So, ich mache jetzt hier die Packung auf. Oh. Ach, hier war eine Öffnung, genau. Dann nehmen wir die doch. Fix Ding. Ich fülle mir jetzt Paniermehl ein. Ich will nur eine kleine Schnitzel haben, weil ich auch noch richtiges Essen da habe. Dann kann ich auch was Vernünftiges fressen. Aber vielleicht schmeckt es ja doch ganz gut und ist eine billige Alternative zu Schnitzeln. Ja, ich habe jetzt mal so eine Menge hier abgeschätzt. Das soll ungefähr für ein Ei sein. Mehr brauche ich halt nicht. Da kommt jetzt erstmal Pfeffer rein. Natürlich frisch gemahlen, damit das auch einen schönen pfeffrigen Geschmack und nicht irgendwie was Scharfes gibt. So, das dürfte auch reichen an Pfeffer. Jetzt hier noch eine Ladung Muskat. Ich werde natürlich nicht den von Aldi in der Videobeschreibung verlinken, aber wenn ihr Muskat braucht, guckt in die Videobeschreibung. So, Schüsschen Muskat, eine Ladung Salz, ruhig ordentlich, weil das Ei natürlich ordentlich Salzgeschmack ja, entzieht. Geht mir die blöde Kamera auch noch aus, gerade dann, wenn ich das Ei reintun will. Glück muss man haben. Mal hat man Glück, mal hat man Pech, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Wie heißt das so schön? Oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu wenig Paniermehl. Nö, nee, könnte doch ganz gut sein. Das dauert aber ziemlich lange. Ich dachte, das Paniermehl würde das Ei besser aufsaugen. Aber war wohl nicht so. Ah, hier, die Menge habe ich auch echt gut abgeschätzt. So. Mensch, das ist ja das erste Mal, dass irgendwas klappt in diesem Video und überhaupt an diesem Tag. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Das ist echt eine gute Mischung geworden. Ich weiß nicht mehr, wie Manny da seinen Schnitzel oder sowas ähnliches wie einen Schnitzel angebraten hat. Ich werde auf jeden Fall meine legendäre Pflanzencreme benutzen, die ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken werde. Dann geht das auch schon los. Ich werde also die Pflanzencreme natürlich heiß werden lassen, bevor ich das Schnitzel reinpacke, damit es auch knusprig wird und das Paniermehl sich nicht einfach mit dieser Pflanzencreme vollsaugt. Das wäre nämlich richtig ekelhaft. Den Herd stelle ich auf Stufe 9 von 9. Jetzt werde ich Pflanzencreme einfüllen und die werde ich jetzt richtig heiß werden lassen.
da kommt mein Schnitzelersatz. Ich weiß auch nicht, wie lange das erstmal drinnen bleiben muss. Ich denke mal so von jeder Seite 3-4 Minuten bei Volldampf. Keine Ahnung. Es zischt aber auch nicht so und qualmt auch nicht so, als wenn das ein richtiges Schnitzel wäre. Wieso mache ich das eigentlich? Sieht auf jeden Fall gar nicht so anders, sieht eigentlich gar nicht anders aus wie ein anderes Schnitzel, ein konventionelles Schnitzel. Nur als es halt billiger ist, noch billiger. Die Schnitzel kriegst du ja heutzutage auch für 5 Euro oder Kilo. Ich werde das jetzt blenden. Ist auch schon schön braun. Ich stelle mal lieber die Pfanne runter. Ich meine natürlich nicht, dass ich die Pfanne runterstelle, sondern den Herd ausstelle. So, nicht, dass man wieder rumkacken muss. Sieht auch von außen schön kross aus. Leider zu dick, glaube ich. Ich kriege das nicht ganz durch, ohne dass es halt komplett schwarz wird. Aber viele Durchzugaren gibt es da ja nicht. Da haben wir das, meine Dudorf-Schnitzel. Vegetarisch ist es ja auch. Also, ist mal, ich weiß nicht, ob Veggie jetzt sich auf vegan bezieht oder vegetarisch. Man könnte es also quasi mehr oder minder als Veggie-Schnitzel bezeichnen. Ich habe jetzt hier den Senf von Philipp aus seinem Fanpaket. Von Philipp aus Bayreuth, dem Bayreuther Philipp. Den Senf habe ich schon ein paar Mal probiert, das schmeckt wirklich gut. Ich tue mir da einen Klecks von drauf. Also nochmal vielen Dank, lieber Philipp, an dich, dass du mir hier dieses schöne Fanpaket geschickt hast. Auch wenn der Press sagt, das Ekelhafteste war, was ich seit... Ja, das heißt Ekelhafteste. Ich mag gar keine Wurst, das weiß, glaube ich, jeder. Mein Vater mochte das auch nicht, meine Mutter hat es ganz gut geschmeckt. Nun probieren wir das mal. Mensch, ich will das gar nicht probieren. Kross ist es allemal. Sieht halt gar nicht dort anders aus als ein Schnitzel. Nur ein bisschen Fleisch fehlt. Da fehlt auch ein bisschen an Geschmack, muss ich sagen. Hätte ein bisschen mehr Salz reingemusst. Aber es ist einem Schnitzel vom Geschmack her sehr ähnlich. Ich meine, es fehlt ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Aber ich wusste jetzt nicht, wie man Paniermehl würzt. Ich habe bislang noch nie nur Paniermehl gegessen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Salz, Senf von Philipp oben drauf. Wenn ihr Schnitzel mit Senf esst, schmeckt das genauso. Wenn ihr jetzt euch ein richtiges Schnitzel macht mit Panade und balsamiert das einfach nur mit Senf ein, schmeckt das genauso, als wenn ihr dieses Paniermehl-Schnitzel mit Senf einbalsamiert. Aber es ist kein Unterschied. Also mit Senf ist das ganz gut genießbar. Senf übertüncht natürlich so ziemlich alles an Geschmack. Oh, ich kann problemlos essen. Also, ich muss sagen, man kann es essen. Ich meine, das ist nicht leckeres. Also die Vorstellung, dass man da nur gebratenes Paniermehl isst, ist schon ein bisschen widerlich. Aber mit Senf ist das wirklich genießbar oder essbar. Da hat der Mann Junior von seiner Familie eine gute Idee gehabt. Weil alle Leute, es ist ja heute noch letztendlich ein Essen, was man noch gebrauchen kann. Es ist billig, es ist schnell zuzubereiten, es ist zumindest vegetarisch. Ne, das stimmt ja gar nicht. Na doch, vegetarisch ist es. Ja, es ist billig, man kann es schnell herstellen. Man könnte sich auch mit Ananas und Kochschinken überbacken, dann hat man halt so eine Art Hawaii-Schnitzel. Ich glaube, da merkt man gar nicht mehr, dass da das Fleisch fehlt. Ja, also man probiert das mal aus. Ich finde das eine ganz interessante Idee. Es ist wirklich sehr billig, sehr einfach herzustellen. Sogar hier auf der Paniermehlpackung ist ein Schnitzel abgebildet, was paniert wurde. Ja. Auch wenn man jetzt Zitrone drüber machen würde, dann wäre das auch kein geschmacklicher Unterschied mehr. Ich esse das jetzt sogar auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir Like und Abo da. Schaut unten in die Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Roman.